Schon ewig lange wollte ich eine Kalorien-Challenge aufnehmen. Und was gibt's für einen besseren Zeitpunkt als direkt vor dem ersten Spieltag? Quasi 1000 Kalorien für jeden Feldspieler von Hannover 96 und vielleicht auch noch für den Keeper. Ich mache mindestens 10.000. Open End, mal sehen, wie viel es werden. Ich habe es noch nie gemacht. Ich stelle es mir wahrscheinlich viel leichter vor, als es ist. Dexter hat Bock, wie man hört. Ich habe eine McDonald's-Tüte gefüllt mit zwei Sachen und damit gehen wir jetzt rein. Ich werde nur Sachen essen, die ich lange entweder nicht gegessen habe oder die ich auf jeden Fall geil finde. Ich werde mich jetzt nicht zu irgendwas quälen. Big Tasty Bacon, ewig nicht gegessen, freue ich mich tierisch drauf. Und sechs Plant-Based Nuggets, die sind nämlich kalorienreicher als die normalen Nuggets und dazu sind sie plant-based und daher besser. Wer ist nach den Hamsterregeln? Wer die nicht kennt, relativ simpel, ihr werdet alles im Zeitraffer sehen und ich zeige euch immer die Zeit. Und wir legen jetzt los und zwar am Freitag, den 28. Juli um 18.04 Uhr. Mama. War die erste Mahlzeit für heute, war super. Was wichtig ist, auch Hamsterregel, Liquid Calories Don't Count. Deswegen VitaVate Tee zum Runterspülen und jetzt geht's Gassi. Ja, viel Bewegung ist wichtig. So, das ist der absolute Key. Wir sind hier gerade im Wald in der Nähe von meinem Elternhaus, da wo ich groß geworden bin. Hier eine Runde Gassi und ich glaube, das wird einer der hilfreichen Faktoren sein. Viel Bewegung einfach die ganze Zeit. Wie gesagt, ich glaube, ich stelle mir das deutlich leichter vor, als es ist, aber ich habe mir trotzdem gedacht, das ist ein ganz guter Anlass, weil morgen eben 96 spielt und im Stadion gibt es Stadion-Calzone und ich brauche eine Ausrede, die zu essen. Erster Spieltag gegen Elversberg. Ich habe richtig, richtig Bock darauf. Mal sehen, wie es mir morgen früh aber gehen wird, weil das ist so ein bisschen die Krux dabei. Wenn ich jetzt das Ganze nicht so gut überstehe, wie ich das geplant habe, dann wird morgen nicht so ein spaßiger Tag, wie es eigentlich sein soll. Aber wir bleiben im ersten Step erstmal positiv. Erster Spieltag in der neuen Saison, was soll es Besseres geben, ja? Endlich wieder Fußball. Ach, geil ist es. Endlich Abendessen. Pizza Nummer 1, die erste von zwei. Ist mein Lieblingsessen, Tiefkühlpizza. Ich glaube, da scheiden sich die Geister rüber. Ich lieb's. Sind noch 50 Gramm Cheddar oben drauf für extra Kalorien. Hat ungefähr 1000 Kalorien, der Bums jetzt. Wollen wir mal rein da, Abfahrt. 20.24 Uhr übrigens, Anpfiff zweite Ligasaison. Perfekt und damit geht's los. Auf meine zweite Pizza und Asan Ouedraogo ist angekommen. Alter Lachs, der ist 17, das ist sein erstes Profispiel. Bruh. Dexter, du musst bitte mal hier weg. Das war jetzt schon schwerer, aber wir stehen damit ganz gut da, glaube ich. Später geht's weiter. Erstmal Halbzeit abwarten, dann gucken wir. Als nächstes Häagen-Dazs Strawberry Cheesecake. Ich wollte gerade den Deckel in die Küche legen, um das später wieder wegzufrieren. Aber wozu? Ich werde es ja essen. Von daher, vamos. Wir haben eine Situation. Dieser kleine Hund möchte nämlich unbedingt mein Essen haben. Ja, der guckt ganz gierig hier drauf. Ist aber für mich, nicht für dich. Pause beim Magen, aber auch wenn man eine Kamera in einer Minute keinen Speicher mehr hat, ich kann nicht mehr reden. Mund ist eingefroren. So viel ist noch drin, sag mal ein Drittel, wird später vernichtet. So, ich bin ein paar Steps sammeln gegangen, stehe jetzt hier, sitze an meinem Lieblingsstrommast, habe mir mein Eis mitgenommen, den Rest. Wir sind noch genauso viel da wie gerade eben. Ich habe gerade vergessen, die Zeit zu zeigen. Wir haben es jetzt 23.09 Uhr. Ja, müssen auf jeden Fall noch ein paar Steps rein, aber erstmal esse ich das Eis auf. Ich bin mir noch sehr unschlüssig, ob Strawberry Cheesecake so eine gute Idee war. Das hat zwar viele Kalorien, aber diese Cheesecake-Stückchen, pff,
Zweite, was ich habe, ist Vanille. Ich glaube, es wird einfacher. Ach, mein Mund ist so gefroren. Ich hole jetzt meine AirPods und dann mache ich Steppos. Das Schlimmste, sage ich euch ehrlich, ist das Trinken, was ich jetzt für diese Cola hier geben würde. Ne? Aber weniger trinken, mehr Magenkapazität. Ich werde vorm Schlafen gehen auf jeden Fall was trinken. Jetzt gibt es erstmal Crossbars, halbe Packung, dann Häagen-Dazs, Vanille diesmal, halbe Packung wieder und dann den Rest von dem Häagen-Dazs. Außer erst davon vielleicht morgen früh was machen. Abfahrt. Ganz paar habe ich noch hier, hier unten, geht aber nicht, mein Mund ist komplett zu, die schmecken dadurch richtig widerlich, ich kann auch nicht mehr reden, ich penne erstmal, morgen geht's weiter. Yeah, yeah, yeah. Ladies and Gentlemen, guten Morgen, Spieltag 1, 96 Elversberg, ich habe Bock, so richtig geil geht's mir noch nicht, es wird aber sicherlich noch. Wir fahren jetzt gleich erstmal Gassi, ich habe mir einen Kaffee gemacht, ich habe gerade endlich mal wieder was getrunken, das heißt, es geht mir ein bisschen besser als gestern Abend, das war echt, boah, schlafen war auch nicht so angenehm, aber Kaffee auf Eis jetzt, damit der nicht zu sehr reinscheppert und dann schauen wir mal, was gleich passiert. Ich muss Gassi, muss mich fertig machen, dann bringe ich meinen Hund weg und dann geht's zu Jasper und ab ins Stadion. Oh, 75 Gramm Bacon haben wir drin heute Morgen. Ich bin jetzt gerade hier Gassi. Die letzten Crossbars nehmen wir jetzt auch noch kurz. Was ich Dexter gegeben habe, war natürlich kein Crossbar, sondern ein Leckerli. So, ab nach Hause kurz fertig machen, ab Richtung Stadion, dann geht's weiter. Ich bringe jetzt Dexter zu meinen Eltern und dann geht's Richtung Stadion. Auf dem Weg esse ich noch hier Kinder Happy Hippo, neuen Kinder Country und Kinder Bueno. Ich habe aber keine Handyhalterung, also ich zeige euch dann die leeren Packungen. Ihr glaubt mir das ja safe, ne? Das passt so. So, ihr seht's hier, Kinder Happy Hippo ist leer. Dazu habe ich ein paar Kinder Country gegessen. Boah, das war ganz schön anstrengend. Joke. Bei Jasper. Ich sag euch ehrlich, diese ganzen Süßigkeiten sind ziemlich schwer im Magen. Das hätte ich nicht so gedacht. Gerade Kinder-Country habe ich deutlich leichter in Erinnerung gehabt zum Essen. Aber gut, es soll ja auch nicht einfach sein. Holen wir Jasper ab und gehen mal los. Fast vergessen, hab zwei Stück im Mund. Was tippen wir heute? 3-0 gehe ich mit. Abfahrt. Ja, passend zum Maschseefest sind die Straßen voll. Tipptopp Wetter. Die Leute haben Bock, die Leute sind da. Sehr gut. Gute Stimmung hier in der Stadt. Herrlich. So, Aufstellung draußen. Halstenberg startet. Überraschung. Tresoldi startet nicht. Überraschung. Elversberg. Ja, Fakir rochelt. Ah, hier Antonitsch nicht. Das ist natürlich für dich ärgerlich, für Gegner. Da bin ich aufgestellt. Das ist gut. Neues Lied gibt's auch. Schön hier als Flyer. Herrlich. Sehr gut. So, da haben wir eben den besten Sieger der zweiten Liga, Junge. Wir sind 30,
Und die drei haben das Glücksspiel auf den Rasen zu treffen. Die Eintracht Pitzen, die sich der Pitzen heute das ungefunden hat bei den Spielkids. Ach, schau mal, das perfekt, Hymne verpasst. War am Getränkestand. Also, ich habe sie nicht verpasst, aber ich habe sie nicht gefilmt. Ich glaube, ihr werdet überleben. Stimmung ist geil. Also das ist bisher wirklich. Ja, Nils Ring Championship. Also schlechter kann es eigentlich nicht laufen, bin ich ehrlich. Das ist wirklich. Elversberg ist so unangenehm. Die machen es halt auch gut. Die machen es halt auch gut. Du konntest es von Anfang an nur verlieren. Es ist nicht mal unverdient, das ist absolut wahnsinnig, wirklich. Wie unglaublich löchrig wir spielen, wie unglaublich wenig Zug da drin ist, das kannst du dir nicht ausdenken, ehrlich. Das habe ich von hier oben mit schlechter Sicht gesehen. Also kann sein, dass es nichts war, aber ich meine, er wird ja nicht so geschickt. Ohne Fanbrille. Das wäre jetzt ganz, 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 ganz wichtig. Wichtig wäre, den auch zu machen. Ich habe mich nicht getraut hinzukommen, es tut mir leid, ich habe es nicht gefilmt. Ist das wichtig. Schnell wieder da und jetzt aber auch wirklich Gas geben. Jetzt aber auch rein da. Oh, auf hohe Jagd. Schaubert, keinen guten Tag. Und Christiansen ist völlig undynamisch. Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Null so wie in der Vorbereitung. Keine Energie heute, kein Zug, kein gar nichts. Ganz komisch. Halstenberg zur Pause raus ist auf jeden Fall mal ein Statement. Aber Börner hat als zentraler Innenverteidiger im Gegensatz zu Halstenberg schon mal gespielt. Vielleicht für den Anfang nicht so schlecht. Weiß ich nicht, Digga. Also, weiß ich nicht, muss das? Man hat schon gemerkt, dass Halstenberg noch die Frische fehlt. Digga! Der soll die weiß, wo das Tor steht. Ich hab's die ganze Zeit gesagt. Es ist auch absolut unverdient, muss man sagen. Es ist zäh, aber noch einmal eine Viertelstunde Zeit. Mal sehen, was hier noch geht. Meine Stimme ist auf jeden Fall schon wieder gut mitgegangen. Wie immer. Schleichen vorbei, zu Recht aber auch. War jetzt aber nicht so richtig beeindruckend, muss man fairerweise sagen. Da wäre deutlich, deutlich mehr gewesen. Ah Leute, was soll ich euch denn erzählen? Das war echt gar nichts. Wir laufen jetzt nach Hause, da esse ich dann die Churros, dann bestellen wir noch Essen. Dann komme ich zumindest, was das angeht, gut bei weg. Aber gegen Elversberg nur unentschieden. Nürnberg wird schon wieder die gesamte Stimmung entscheiden. Dann Pokal, dann Rostock, dann der HSV. Ich meine, musste alle. Die Saison ist vorbei. Musste natürlich alle irgendwie besiegen, beziehungsweise muss gegen all die punkten, wenn du oben mitspielen willst. Aber trotzdem ist das schon sehr ernüchternd gewesen heute, vor allem weil es vermeidbar gewesen wäre. Meine Churros, 5 Stück. Wir sagen jetzt mal, einer hat so ungefähr 160 Kalorien, weil die mit der Soße sind, 2 Raffaellos dazu, gezuckert. Das sollte ungefähr hinkommen, dann sind wir bei 800. Dann muss ich noch 700 schaffen. Aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Machen wir's. Boah, anstrengend. Dann ist das perfektes Training für Englisch. Ja, das dauert irgendwie nicht so lieber. In der Zeit lege ich mich kurz zum Sterben. Ja, okay. Ich bin immer noch super ernüchtert. Weil es nicht das Ergebnis war, was man sich vorstellt, aber was sollst du sagen? So, wie gesagt, wir konnten das Spiel nur verlieren.
muss man jetzt durch. Nächste Woche in Nürnberg wird umso wichtiger. Ich knall mir jetzt noch eine Tüte Gummibärchen rein, dann habe ich es fast geschafft. Dann fehlen noch 200 Kalorien, also haben wir indisch bestellt. Dann ist das Thema erstmal durch. Aber war okay. Jetzt war ein Zen Masterclass. Hier, ja, letzte Mahlzeit quasi. Liquid Calories Don't Count. Der Mango Lassi, der erzählt nicht. Logischerweise, hier im Hintergrund werden Fußball-Highlights geguckt. Ich muss nicht mehr viel davon essen. Ich werde ein bisschen was davon essen. Ich werde mir den Rest aufsparen. Aber ich sage euch ehrlich, das war nicht so leicht, wie ich gedacht habe. Andererseits habe ich auch geahnt, dass ich es unterschätze. Von daher, mir geht es aber auch nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Auch ganz gut. Zeiten zu zeigen, aber es ist jetzt 18.17 Uhr und unser Essen kam so um 17.20 Uhr. Sind wir durch für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns, hören uns die Tage wieder mit dem nächsten Video. Mal gucken wann, vielleicht unter der Woche, vielleicht passiert ja noch was bei 96 Transfertechnisch. Mal sehen, was mit Howard Yielsen ist, der sich ja leicht verletzt hatte. Mal schauen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenlos und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Und ciao.